Ich bin Claudia Nicol, 48 Jahre alt, in Sachsen geboren und aufgewachsen. Und dann habe ich meine Studienzeit und so erste Jobs in Dresden, in Berlin, in Irland und Sibirien erlebt und verlebt. Ich bin Projektleiterin an den ABC-Tischen des Umweltzentrums Dresden. Das hört sich vielleicht etwas ungewöhnlich an, weil Umweltzentrum verbindet man eher mit Natur und mit Pflanzen, Tierschutz und so weiter. Aber Migrationsaufgaben oder Migrationsthemen sind sozusagen Themen für die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, da haben wir unsere Nische gefunden und machen seit nunmehr 9 Jahren, und ich begleite das seit insgesamt 4 Jahren hauptberuflich, machen wir einen Treff, den wir Dienstag bis Freitag sozusagen für die Leute einrichten. Und dort kommen ehrenamtliche Menschen zusammen, dort kommen Migrantinnen und Migranten aus aller Herren Länder. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 60 Länder, die wir hier gezählt haben, an den Tischen empfangen. Und wir bereiten letztendlich die Bühne, die Tische, die Stühle vor, damit sie miteinander ins Gespräch kommen und Deutsch üben und sich kennenlernen, Kontakte knüpfen, von Dresden etwas erzählen, von sich etwas erzählen. Und ja, eine sehr schöne Aufgabe mache ich, glaube ich. Meine Good News sind, dass entgegen aller Unkenrufe, die man häufig mal hört, es sehr, sehr, wirklich sehr viele ehrenamtliche Menschen gibt, die ihre Freizeit für Menschen schenken, die noch Unterstützung brauchen, einfach um in Dresden und in Deutschland anzukommen. Und das ist für uns immer wieder erstaunlich, wie sich das über so viele Jahre halten und etablieren kann. Weil für uns ist letztendlich die Prämisse, dass wir eigentlich niemanden verpflichten können, sondern dass alle freiwillig kommen und dass wir eigentlich immer darauf angewiesen sind, dass jeden Tag jemand kommt, dass das so gut zusammenpasst. Das ist für uns unglaublich und wie so ein kleines Wunder, was wir aber, wie gesagt, seit 9 Jahren schaffen. An die ABC-Tische kommen Menschen, die sich für andere Menschen interessieren, ganz pauschal. Die sich für andere Länder interessieren, dort, wie man Dinge in anderen Ländern macht. Führt man in Afghanistan Hunde aus? Was macht man in der Türkei sich mittags zum Essen? Isst man überhaupt mittags? Also dieses Interesse, diese Neugier oder sowas, die treibt, glaube ich, alle Leute, die ehrenamtlich hier arbeiten, an die Tische. Aber wir haben auch Menschen, die sozusagen am Anfang ihres Aufenthalts in Deutschland von diesen ABC-Tischen profitiert haben. Und über die Jahre dieses Projekt so toll und unterstützend für sich empfunden haben, dass sie sich nach vielen Jahren jetzt, die sie in Deutschland leben, selbst engagieren an den ABC-Tischen. Und das ist großartig. Sie wertschätzen sozusagen die Leistungen, die die anderen Menschen hier auch mit ihnen zusammen geschafft haben, kümmern sich um ihre eigenen Communities, helfen denen beim Ankommen, sind Sprachmittler und einfach sozusagen für diese interkulturelle Begegnung offen. Und das werden im Moment immer mehr. Hoffnung gibt mir die Tatsache, dass wir nach so vielen Jahren Projektarbeit eigentlich keinen Tag dabei hatten, wo wir sagen, der war total verloren, der war vergeben, den können wir streichen. Es gibt mir Hoffnung, dass diese Konstanz, die wir an den Tag legen, die Ehrenamtliche an den Tag legen, die Migranten sozusagen kämpfen, um jedes Wort sozusagen in ihrer neuen Sprache zu lernen, dass das irgendwie was Gemeinsames wird, was gut wird. Das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir auch Hoffnung, dass sozusagen wenn man kontinuierlich an einer Sache dranbleibt, dass sie dann tatsächlich zu einem Erfolg führt. Und Erfolg würde ich in diesem Fall so definieren, dass man sich wirklich gut kennenlernt. Und wenn man sich kennenlernt, dann muss man nicht jeden mögen, nicht jeden gleich mögen. Aber dann hat man einen Eindruck von seinem Hintergrund und von seinen Dingen, die ihn beschäftigen. Und das ist total wichtig. Ich wünsche den Menschen in Sachsen Mut für Begegnungen, und zwar für interkulturelle Begegnungen. Wir konnten als kleiner Verein in Dresden die staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Stadtmuseum überreden, dass wir ihre besten, schönsten Räume nutzen können, um so ein Projekt einfach zu starten.
Häuser wie das Albertinum, die Galerie Neue Meister, die uns ihre Toren öffnen, oder das Stadtmuseum. Das ist ein Beispiel, wofür ich gerne Mut machen will. Geht in eure Städte, sucht euch die besten Häuser aus und ladet Leute dort ein, weil sie werden einen positiven Eindruck sofort von eurer Stadt gewinnen. Ihr habt sozusagen etwas, was ihr zeigen könnt. Und dieses Gemeinsame, dieses Öffentliche, das vor aller Augen das auch stattfindet, das schafft eine Atmosphäre, die geeignet ist, um wirklich tiefere Gespräche zu führen, den anderen kennenzulernen und Blickwinkel zu erweitern und irgendwie Zuversicht zu schöpfen, dass alles gut wird.